Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Grid 2 von Codemaster Racing. Wir haben in der letzten Folge einen BMW bekommen und haben schon das erste Rennen mit unserem Skyline gemacht. Wir haben jetzt beide Fahrzeuge lackiert. Und müssen jetzt weiterfahren. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Fahrzeug-Challenge, wir können ein Fahrzeug bekommen. Zwei verbleibende. Wir werden erstmal hiermit anfangen. Wir werden ein Audi bekommen können. Ein RS5 Coupé. Einen Allradgetriebenen. Den werden wir jetzt mal versuchen zu erfahren. Und dann weiterzuschauen. Weiterzuschauen heißt natürlich, ob wir das Auto dann auch gebrauchen können. Das sehen wir ja gleich auf diesem Kurs, wo wir das Fahrzeug erfahren werden. Hongkong hat eine hohe Kurvendichte. Achte also auf die ständigen Gewichtsverlagerungen des Autos. Ja, das habe ich schon beim letzten Rennen gemerkt mit dem Skyline. Das ist übel. Gib dein Bestes und hol dir das Auto. Wir haben 2 Minuten 15 Zeit für die Gesamtstrecke. Das heißt, es ist also nicht gerade kurz. Oh, der kann driften. Obwohl es ein Allradler ist. Wahrscheinlich hat er jetzt diesmal genug Leistung, dass er das auch kann. Die Nase. Aha. Vorausschau wäre natürlich schön, aber ich fahre jetzt erst mal blind, mal schauen, wie gut ich bin. Du hast hier links vorne einen kleinen Reifenschaden eingefangen. Vermutlich wird es etwas schwieriger, das Auto gerade in der Spur zu halten. Oh, das macht nichts, die sind sowieso genug Kurven. Fährt sich entspannt das Auto. War wirklich entspannt. Nur die Strecke ist entspannt. Das ist auch schon das Ziel. Ziel erfüllt beim ersten Mal. Was soll's? Das Auto fährt sich ziemlich entspannt, oder zumindest auf dieser Strecke. Man kann nie zu viele Autos haben. Gut gemacht. Das war jetzt einfach. Ich glaube, wir können noch ein zweites Auto gewinnen, ne? Das werden wir gleich mal versuchen. Der wird ziemlich hecklastig sein. Wir müssen unbedingt die kommende Saison promoten. Es wäre sehr hilfreich, wenn du Sponsorenziele erfüllst. Ja, ist gut. Wir haben noch 2 weitere verbleibende. C63 AMG. Es geht diesmal um einen Mercedes, so wie es aussieht. Ja, ein AMG Mercedes. Oder Mercedes AMG. Die Mercedes Tuning Schmiede AMG. Der Großteil der Strecke geht Vollgas. Du musst viel Mut mitbringen. Gut. Dieses Auto würde sich ganz hervorragend in deiner Garage machen. Wow, was war das?
Gut, das Auto werden wir jetzt vom ersten Mal dieses Mal nicht bekommen. Krass. Und der mag die Kurven nicht. Wow, der mag das allgemein nicht. Driften mag der Wagen nicht. Der ist aber wirklich schwer zu fahren. Da war der BMW gerade einfacher. BMW? Was haben wir gerade gefahren für ein Auto? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Der Audi, der war da einfacher. Ey, die Tür ist offen. So. Das hat leider nicht gereicht, um das Auto zu behalten. Neustart. Gut. Der Wagen ist ziemlich nervös auf der Hinterachse. Da muss ich jetzt dran denken beim Fahren. Das ist deine Chance, deinen Fuhrpark zu vergrößern. Gut, die Kurve muss ich anders nehmen. Ich dachte, man kann da schön geradeaus durchfahren, aber anscheinend war ich zu weit links. Wenn du weiter zu schnell durch die Kurven fährst, verlierst du noch die Kontrolle. Oh ne, das geht schon. Dieses Mal sogar besser. Alter, dieses Hintergrundgeräusch geht mir gerade auf den Keks. Ich denke, jedes Mal mein Telefon klingelt. Das Auto gehört uns. Weiter. Nicht mehr. Das ist geil. Zweimal diese Strecke gefahren, zweimal am Ende habe ich gedacht, mein Telefon klingelt. Wir müssen etwas tun, um die kommende Saison mehr ins Gespräch zu bringen. Für dich stehen einige Promo-Events an, die dabei helfen sollten. So, wir haben noch eine Fahrzeug-Challenge. Ein Mazda X7 Type RZ. So, auswählen. Oh, geil. Heck Drift. Mazda X7, der Vorgänger vom RX8. Wankelmotor. Der X7 hat so viel, ich weiß noch, einen recht empfindlichen Wankelmotor. Nicht sehr kurzstreckenfreundlich, also wenn man mal kurz zum Bäcker nebenan fahren möchte, sollte man vorher mal überlegen, ob man nicht vorher nach Final Fantasy Paris fährt, also die Strecke. Der Großteil der Strecke geht Vollgas. Du musst viel Mut mitbringen. Ne, um beim Wankelmotor den Motor warm zu machen. Ansonsten ist der Ölverbrauch unermesslich. Beim Driften holst du das Maximum aus diesem Auto. Lenk ein, gib Gas und halt den Drift, solange es geht. Naja, hätte ja beinahe geklappt. Immer schön, wow, auf die Straße schauen. Langsam bekommst du Probleme. Wer glaubt das? Ich finde, ich bin noch gut unterwegs.
50 Sekunden. Ich sag doch, ich bin noch gut unterwegs. Ich hätte jetzt noch ein bisschen mehr gerne mit dem Auto gedreht, aber naja, gut. Super, das Auto gehört uns. Weiter. Ey, Knie juckt. So. So. Wollen wir uns mal raschen lassen, was jetzt noch so möglich ist. Promo-Events bieten Fahrern immer etwas Neues. Wenn du eine Herausforderung suchst, probier es aus. Ja, dann machen wir es mal. Promo-Event. In 3 Runden. Ha, ich darf den Exi nehmen. Geil. Machen wir. Wahrscheinlich unser RX-7 ist irgendein RX-7. Aber egal. Ja, ja. Die Strecke ist zwar breit, aber es gibt kaum eine echte Gerade. Manöver. Wir haben nur eine Aufgabe, die Zuschauer auf den Rängen zu Hardcore-Fans zu machen. Erreich deine Ziele, dann geht der Rest von selbst. Soll ich meinen Rechner anzuruckeln? So gar nicht. Du bist schnell mit dem Überholen. Weiter so. Das sollte so jetzt eigentlich nicht funktionieren. Komme ich ihn noch? Mach mir nicht die Tür zu. Auch kleine Berührungen kosten dich Zeit. Reiß dich zusammen. Wieso müssen die Autos unbedingt auf Ideallinie fahren? Kann mir das einer sagen? Zwei Runden noch zu fahren. Du machst das super. Halt dieses Tempo. Ah. Die Wand war jetzt eigentlich nicht so geplant. Dein Motor ist nicht mehr ganz in Ordnung. Du hast nicht mehr die volle Beschleunigung. Nee, ist klar. Ich duschiere ganz leicht die Bande mal wieder und explodiere. Egal. Wir müssen ein paar neue Fans gewinnen. Du kannst es schaffen, das weiß ich. Da war ich wohl doch ein bisschen zu fix unterwegs. Na. Versuch mal nicht zu überholen, weil zu jedem Preis ist. Na gut. Vorne geht's gleich links. Noch 2 Runden. Das wird ein langes Rennen. Ja.
Feuer! Da gehen ja aus der Sonne. Ich glaube, den habe ich schon mal gestritten. Noch zu vorschnell um die Kurve gewesen. Und jetzt kommt die letzte Runde. Diesmal geht das ganz gut sogar. So, der geht gleich nach innen. Lieber mal 100 Punkte opfern als gleich 1000. Wir müssen ja auch irgendwann bald im Ziel sein. Da sind wir. 28.400 Punkte, naja, geht doch. Gut gemacht. Dieser Erfolg wird sich schnell im Internet verbreiten. Der Wagen ist wirklich sehr nervös auf Hinterachse, muss ich sagen, aber richtig nervös. In der falschen Moment aufs Gas treten und das Heck kommt rum, das ist nicht gut. So, wir nähern uns der Millionengrenze. Gut gemacht. Es ist sehr wichtig, noch vor Saisonbeginn neue Fans für die WSR zu gewinnen. So, ich würde mal sagen, ich mache jetzt einen Folgenschnitt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Da werden wir dann hier gegen die da fahren. Wie immer die auch jetzt ausgesprochen werden, gegen die Dragons. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und sage Tschüss.